Ich fahre in Frankfurt auf die Autobahn und bin schon bald in Polen. Einmal kurz über die Oder und ich bin in einer für mich fremden Welt. Nach 350 Kilometern finde ich in Ciechocinek einen kleinen, aber gepflegten Campingplatz. Am neuen Tag sehe ich mich in Ciechocinek um. Einer der Anziehungspunkte Ciechocineks ist dieses Kartierwerk hier hinter mir. Hier läuft solarhaltiges Wasser über die Reisigbündel und verrieselt somit. Schwängert die Luft und es riecht auch so ein bisschen nach Salz und ein wenig nach faulen Eiern. Aber auch hier an diesen Brunnen hat es den gleichen Effekt. Ich rieche dieses salzhaltige Wasser und das soll ja besonders für Lungenkranke sehr heilsam sein. Ihm wird der gleiche Effekt zugeschrieben, als wenn man sich an der Nordsee befindet, wo man halt diese salzhaltige Luft einatmet. Ob Ciechocinek ein Kurort ist, weiß ich nicht. Aber es gibt hier ein Sanatorium. Ich bummle noch ein bisschen durch den Ort, aber ich habe nichts Berauschendes gefunden. Ja, das war ja dann nicht so berauschend hier in Ciechocinek. Ich hoffe mal und ich bin davon überzeugt, das wird besser werden. Ich habe hier meinen Reiseführer Masuren und wenn die nächste Etappe dann bewältigt ist und ich bin in Mykolaiki, denke ich, werde ich Erfreulicheres berichten können. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, meinen Kanal abonnieren und hier unten den Daumen nach oben machen. Bitte nicht vergessen. Und dann freut euch mit mir auf die vierte Etappe.